Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 3. Wir schauen uns, ich glaube mit Valentina, einmal hier um Abgrund. Es fühlt sich so an, als existiere diese Höhle schon seit Anbeginn der Schöpfung. Natürlich. Aber natürlich. Was haben wir denn hier noch? Altar. Ich weiß aus den Akten des Vatikans, dass damals hier Menschen geopfert wurden, um zu sehen, ob ihre Seelen gut oder böse waren. Ähnlich zur Zeit der Hexenverbrennungen. Mordred schrieb, dass eine Seele den Spiegel verlassen kann, wenn sein Schatten bereits hier gebunden ist, was im Moment ja der Fall ist. Würde Adrian also hier sterben, hätte Mordred gewonnen. Adrians Seele wäre auf ewig befreit und sein Körper würde Mordreds Seele aufnehmen. Wir müssen aber trotzdem Mordreds Seelenschatten aus Adrian herausbekommen und Mordreds Seele muss daran gehindert werden, den Spiegel zu verlassen. Und Adrians Seele Oh, muss wow. da bleiben, wo sie ist. Macht Sinn. Ja, war jetzt ein bisschen viel an Info. okay, eigentlich wollte ich noch was ganz anderes sagen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Hier geht's zum Labor. Statuen. Ich weiß nicht, wen oder was sie darstellen sollen. Die Statuen sind aber sehr imposant. Nur gucken, nicht anfassen. Adrians Spiegelbild ist eine Mischung aus seiner Seele und Mordreds Seelenschatten. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben könnte. Adrians Seele darf den Kampf gegen Mordreds Schatten auf keinen Fall verlieren. Aber was ist auf der anderen Seite? Nur Mordreds Seele? Oder hat Adrian auch so einen Seelenschatten? Adrian, liest du mir bitte den Absatz mit den Schatten aus dem Buch der Hüter vor? Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt. Ein Schatten entsteht also auf jeden Fall, wenn jemand stirbt, aber nicht in dieser Welt, sondern hinter dem Spiegel. Ja, was heißt das jetzt genau? Im Moment gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Okay, dann eben nicht. Den Altar können wir uns immer noch anschauen. An diesem Altar klebt so viel Blut. Und das ist auch schon alles, was wir können. Achso, bei ihr geht das Buch nicht, ne? An diesem Altar. Gut, dann schauen wir uns mit. Ich traue mich nicht, hier rauf zu klicken, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ich kann mir vorstellen, was auf diesem Altar alles passiert ist. Mordred im Kopf ersetzt jeden Horrorfilm. Und ich empfinde dabei nicht einmal Abscheu. Wenn Valentina nicht bald etwas einfällt, hat er gewonnen. Nein, ich muss mich zusammenreißen, sonst waren alle Anstrengungen umsonst. Ich kann mir vor und ich entnehmen. Okay. Das sind die gleichen Statuen wie in dem Raum mit der Waage. Hilft uns aber anscheinend nicht weiter. Da geht es verdammt tief runter. Ich kann nicht mal den Boden sehen. Ich mach's einfach mal. Das ist er also. Der Black Mirror, das Schattenportal. Es geht eine merkwürdige Anziehungskraft von ihm aus. Ich habe ständig das Bedürfnis, hineinzublicken. Ja.
Das kennt der eine oder andere bestimmt auch. Okay. Tagebuch öffnen. Der Black Mirror, wir haben es geschafft. Der Black Mirror steht vor uns, das Schattenportal. Jetzt kommt es auf Valentina an. Ich hoffe, sie weiß, was zu tun ist. Ja, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Sie kann nur noch an den Altar mit ihm reden. Im Moment gibt es nichts. Gibt es nichts mit Adrian zu besprechen. Dann weiß ich nicht. Gucken wir uns um. Denn hier konnten wir auch noch ran. Nur leider weiß ich nicht so genau, wo geht sie denn ganz hin? Adrian, wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. So. Vielleicht findest du noch mehr. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn, kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert. Nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein. Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen. Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Ja, okay. Ritus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Seelentransfer? Er hat ihn ganz einfach ermordet. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch? Nein. Ach so, ja. So viel dazu. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Adrians Schatten braucht eine Waffe, um Mordred zu besiegen. Aber ich befürchte, ein normales Schwert wird nicht funktionieren. Mordred ist ja schon tot. Und man kann nicht einfach eine Waffe durch den Spiegel reichen. Moment. Adrian, was stand noch gleich in Mordreds Buch zu seinem Schwert? Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Und hier. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Das ist es. Wir brauchen Mordreds Schwert. Kann ja nicht so schwer sein. Ein Schwert mit einem schwarzen Fleck. Ja, war nicht sein Grab hier? Ich könnte Adrian ein Mittel verabreichen, das seinen Herzschlag stark verlangsamt. Wie ein Gift. Damit müsste sich Mordreds Schatten von Adrians Körper lösen. Allerdings wäre damit auch Adrians Seele befreit und er würde sterben. Mit etwas Adrenalin sollte es aber möglich sein, ihn wiederzubeleben. Ich muss es ihm nur kurz danach in eine Vene spritzen. Mordred war damals nicht dazu in der Lage. Man kannte Adrenalin noch nicht. Heutzutage geht das. Ach, es ist zwar gefährlich, aber die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Am besten, ich sage Adrian erstmal nichts davon. Ja, das ist natürlich total sinnvoll. Wobei, vielleicht ist es in dem Fall wirklich sinnvoll, weil wenn Mordred da drin steckt. Damit müssen allerdings mit Ed Mordred. Gut, das Adrenalin haben wir. Ich weiß nicht, wie ich das hier anstellen soll. Können wir hier mit Adrian auch nochmal ran? An die Schwerter gehen wir nicht. Die reinste Hexenküche. Früher oder später wäre Mordred bestimmt auf dem Scheiterhaufen gelandet.
Die reinste Hexe. Es ist besser, wenn ich im Moment meine Finger davon lasse. Ja, warte mal, wir gehen mal hier raus. Und gehen mal zu seinem Grab. Das war doch, glaube ich, hier, oder? Mordreds Überreste. Laut Mordred benutzte er die Gebeine der Toten, um ihre Schatten in diese Welt zu holen und zu binden. Wir könnten Mordreds Schatten also mit seinen Gebeinen aus Adrien herauslocken. So wie er es einst mit diesem König tat. Adrien, wir brauchen Mordreds Knochen für das Ritual. Würdest du das übernehmen? Ja. Am Stück? Merk dir einfach, wie sie liegen und setze sie auf dem Altar wieder so zusammen. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also, der Black Mirror scheint ein Portal in eine andere Welt zu sein. Eine Art Schattenwelt. Stirbt ein Mensch in der Nähe des Portals, wird auf der anderen Seite des Spiegels ein Schatten geboren. Gleichzeitig gibt es für seine Seele zwei Möglichkeiten. War er reinen Herzens, bleibt der Schatten seiner Seele hinter dem Black Mirror zurück und seine Seele... Fliegt schattenfrei gen Himmel? Sie ist frei, ja. War der Mensch jedoch böse, so wird seine Seele von ihrem Schatten in den Spiegel gesogen. Und dann? Ist sie gefangen. Die Seelen im Spiegel sind die Sklaven der Schatten. Sie können instrumentalisiert werden. Das heißt, die Schatten sind nur böse, wenn die Seele das auch war. Es wird erzählt, dass sich Marcus, bevor er seinen Bruder tötete, durch eine Armee von Schatten kämpfte. Mordred hat herausgefunden, wie man die Schatten durch das Portal holen kann. Okay, aber Mordreds Schatten ist ja schon draußen, was man gut an meinem Spiegelbild erkennen kann. Richtig. Deshalb ist seine Seele mehr oder weniger schutzlos allein hinter dem Spiegel und wartet nur darauf, dass sie raus kann. Was vermutlich dann passiert, wenn ich den Spiegel berühre, oder? Das wollen wir nicht herausfinden. Also, Mordreds Schatten können wir mit seinen sterblichen Überresten binden. So kommt er uns zumindest nicht in die Quere. Und dann kann dein Schatten, Adrien, Mordreds Seele übernehmen. Oder noch besser, vernichten. Mein Schatten? Ich denke, ein Schatten entsteht nur, wenn jemand stirbt. Du musst sterben. Okay. Und warum hast du mich da nicht vom Dach springen lassen? Wäre doch bequemer gewesen. Dann wärst du unwiederbringlich tot gewesen. Ich habe aber vor, dich wiederzubeleben. Wenn deine Körperfunktionen für ein paar Minuten aussetzen, wird deine Seele, wie soll ich sagen, befreit. Ich kenne genug Berichte über Nahtoderfahrungen, die das bestätigen. Gleichzeitig entsteht dein Seelenschatten auf der anderen Seite des Spiegels. Verursacht das nicht irgendwelche Hirnschäden? Keine Sorge, Adrien. Das menschliche Gehirn kommt ein paar Minuten ohne Herzschlag aus. Deine Seele kehrt wieder in den Körper zurück, sobald dein Herz wieder schlägt. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Nahtoderfahrungen sind meistens der Fall, wenn jemand der Meinung war, Gott habe zu ihm gesprochen. Okay. Und dann? Soll mein Seelenschatten Mordred erwürgen, oder was? Nein. Wir wissen, dass Mordred sein Schwert für die andere Seite nutzbar gemacht hat. Besser gesagt, das beseelte Spiegelbild. Du wirst es auf der anderen Seite nehmen und Mordreds Seele damit töten können. Schatten sind dort stärker als hier. Habe ich das richtig verstanden? Die Seelen sind hier stark und die Seelenschatten schwach. Genau. Und umgekehrt. Was bedeutet, dass Mordreds Seele auf der anderen Seite sehr schwach ist? Das klingt auf eine absurde Art und Weise logisch. Und was ist mit Mordreds Schatten? Wir halten ihn mit den Gebeinen außerhalb des Spiegels, damit er seine Seele nicht schützen kann. Danach sollte dem Schatten dasselbe passieren wie mit einer Seele, wenn der Körper stirbt. Er kehrt in den Spiegel zurück. Da wäre noch ein Problem. Ja? Du brauchst Mordreds Schwert. Und außer der abgebrochenen Spitze weiß ich nicht, wo es ist. Im Buch stand etwas von einem Schwarz, das sich vom Schwert ausgehend immer weiter ausbreitet. Natürlich. Darum hatten Greg und Steve auch solche Probleme. Das Teezimmer, der Schimmel. Immer wieder gab es da Probleme mit angeblichen Schäden vom Löschwasser. Dann muss das Schwert dort sein. Ich hole es. Halt!
Du fasst kein Schwert an und schon gar nicht Mordreds. Ich hole es. Ich muss mir eh noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek holen. Die hier unten sind etwas veraltet. Und was soll ich in der Zeit machen? Du könntest Mordreds Skelett auf dem Altar platzieren. Bis gleich. Wow. Okay. Nur mal eben so nebenbei, auch wenn die gute Dame der Meinung ist, dass das Gehirn durchaus ein paar Minuten ohne Herzschlag kann, bitte nicht nachmachen. Danke. Gut, dann weiß ich nicht, interagiere ich jetzt erstmal weiter mit ihm? Tja, anscheinend. Die Anordnung der Knochen kann ich mir niemals merken. In Biologie habe ich meistens nicht aufgepasst. Mhm. Vielleicht hiermit? Es gibt viel zu wenig Fotos von dir, Mord. Gut fürs Familienalbum. Ja, wunderhübsch. Ich nehme nur die großen Knochen mit. Die ganzen Hand- und Fußknochen sind wohl schon zu Staub zerfallen. Ich hoffe, das stört Mordreds Seelenschatten nicht. Ich baue die jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht auf, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass dann irgendwas passiert. Irgendwas Schräges. Ich lasse sie mal eben hier stehen. Ich wechsle mal eben zu ihr. So, schwarzer Fleck. Mit etwas Fantasie hat der Schimmelfleck die Form eines Schwertes. Hm. Das muss die richtige Stelle sein. Die Wand wird nur noch von der Tapete gehalten. Der Rest ist total marode. Ja, okay. Kannst du da jetzt so ran oder muss ich... Aha. Ein Schwert mit abgebrochener Spitze. Mordreds Schwert. Okay, Mordreds Schwert. Jahrhunderte alt. Die Spitze ist abgebrochen. Gut, dann gehen wir nochmal eben in die... Ich brauche noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek. Ja, ich weiß. Danach kehre ich zu Adrian zurück. Hoffentlich konnte er Mordreds Skelett wieder zusammensetzen. Ach, das wechselt automatisch. Alles klar. Ja, dann machen wir das. Ich glaube, ich muss gleich mal speichern. Ich weiß nicht so genau, was hier passiert. Oder passieren kann, besser gesagt. Ich lege die Knochen erst einmal ab, damit ich sie besser sortieren kann. Ja, jetzt wird's lustig, ne? Schön. Dann schauen wir mal, wie gut meine Anatomiekenntnisse sind. Echt jetzt? Okay. Oh, wow. Wie mache ich denn das? Ach, das ist ein Stück. Ne? Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Das hier sind... Oh, ja, ernst. Ich weiß nicht, ich lege das auch erstmal so grob an. Na, das hier werden wohl eher die Beine sein. Eklig, ehrlich gesagt. Ist das korrekt so? Hier so? Wie weiß ich auch nicht. Das sah irgendwie besser aus, ne? Müssen die, aneinander liegen? Also aneinander führen? Kannst du den nicht drehen? Wie sieht denn das aus? Also wenn, dann bitte anständig. Ach, das sind auch noch alles Teile. Na, das ist ja reizend. Was ist denn das? Das Becken? Scheint so, ne? Okay.
wobei, nee, warte mal, da fehlt noch was. Das ist nicht das Becken. Nur doch. Oder sollen das die Schultern sein? Ach du Scheiße, Leute. Also ich war in Anatomie nicht unbedingt schlecht, aber das hier ist doch etwas... Naja. Ich finde, die Abbildung ist auch so völlig... Okay, muss das so aneinander glitzern? Ist das wichtig? Ich kann die Dinger drehen! Alles klar! Okay, das wusste ich ja nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Ich habe mich schon über den Arm gewundert. Ich dachte, wie soll ich denn das bitte richtig anordnen? Okay. Dann ist das ja schon mal gut. Den würde ich nochmal andersrum drehen. Genau so. Okay. Das hier scheint sich gar nicht verbinden zu lassen. Würde ich auch eher so machen. Sie sieht so merkwürdig aus. Ich kann da irgendwie gerade gar nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Ich lasse mich jetzt mal lieber nicht so stark irritieren. So, einmal das, einmal das, einmal das. Da weiß ich gerade nicht so recht. Oder bin ich mir etwas unsicher, wie rum die gehören? Anatomieunterricht fand ich da damals doch etwas leichter. Ehrlich gesagt. Wir hatten auch so ein Skelett. Okay, das sitzt auf jeden Fall schon mal richtig. Kann ich das denn hier irgendwie in einem Arm verbinden? Ist ja wohl total lächerlich. Aber das sieht falsch aus irgendwie. So sieht es irgendwie gesünder aus. Bei den Gliedmaßen bin ich mir jetzt gerade nicht so sonderlich sicher. Das sieht doch irgendwie gerade falsch aus. Da weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber irgendetwas scheint hier noch nicht ganz zu stimmen. Es ist nur die Frage, was... Und da bin ich mir auch gerade noch nicht so wirklich schlüssig drüber. Sind schon wieder bei 24 Minuten, ne? Ich bin immer so kurz vorm Ende und dann, dann dauert es doch noch. Kann ich den Schädel auch drehen? Ach, jetzt habe ich das gedreht. Na toll. Was stimmt denn hier noch nicht? Ganz ehrlich, das Bild ist auch nicht sonderlich hilfreich. Ach, guck dir das an. Das kann man ja in Nahansicht machen. Nein, sowas. Okay. Vielleicht eher so.
Ich weiß es nicht. Ich finde ganz ehrlich, man kann das ganz schlecht erkennen. Wie habe ich das jetzt gemacht? So. Das ist wirklich schlecht zu erkennen. Das Becken ist auch falsch. Ah! Mann. Was ist das so? Soll das richtig sein? Okay. Das funktioniert aber nicht. Oder muss ich die tauschen? Nimmst du das mal bitte? Nimmst du das bitte? Irgendwie finde ich, sieht das ziemlich abgefahren aus. Finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil für mich passt das gerade von vorne bis hinten nicht wirklich zusammen. Das ist auch echt schwer zu erkennen. Aber ich glaube, das hier ist schon mal richtig rum. Insbesondere das Becken und Schulterblatt angeht. Das finde ich gerade irgendwie so ein bisschen. Kann ich nochmal raus? Sammelt sich das dann neu? Ach, war wohl nichts. Nochmal von vorne. Ja, genau. Finde ich auch besser. Okay. Dann, ja. Sortieren wir nochmal neu. Ich glaube, das hier ist schon mal ganz gut. Warte, hier haben wir das Becken. Wir arbeiten uns einfach mal runter. Jetzt müssen wir ein bisschen drehen. Okay. Den Arm. Den hier. Ja, mit den Rippen habe ich irgendwie so meine Schwierigkeiten. Ehrlich gesagt. Die sehen so merkwürdig aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Abbildung hier auch echt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Das sehen wir von oben und hier gucken wir halt von der Seite. Nee, das ist Quatsch. Warte mal. Das hier müsste eigentlich richtig sein. Das kann man auf der Abbildung eigentlich relativ gut erkennen. Hier. Irgendwas stimmt hier noch.
schrecklich. Danke. Ja, das sieht richtig aus. Ich habe das Schwert. Oh Gott. Bist du soweit? Mordreds Skelett. Mordreds Skelett liegt auf dem Altar bereit. Gut. Liegen die Knochen so, wie sie vorher lagen? Kopf oben, Beine unten. Denke schon. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Sieht so aus. Das Gift ist auch fertig. Ist es schmerzhaft? Vermutlich nicht. Es lähmt den Herzmuskel. Aber keine Sorge, ich habe eine Spritze mit Adrenalin dabei. Damit kann ich dich wieder zurück zu den Lebenden holen. Klingt nach einem von Phils Folterexperimenten. Nur ist diesmal nicht Ralph das Opfer, sondern ich. Es wird alles gut gehen, Adrian. Hab Vertrauen in Gott. Ich werde jetzt die Zutaten holen. Dann kann es losgehen. Oh Gott, okay. Ich würde ganz gerne einmal speichern. Finde ich, glaube ich, ganz angemessen, weil ich gerade nicht... bin gerade nicht so sicher bin, was hier gleich abgehen wird. Was soll ich denn machen? Nein. Nein. Ich kann aber nur noch hier ran. Nein. Hä? Was? Wo möchtest du denn jetzt hin? Ach, danke. Ich kann ja doch ins Buch ran. Die Schwertspitze brach ab, als Mordred seine Frau tötete. Sie muss also noch in Marias Brustkorb stecken. Hä? Hatten wir die nicht rausgeholt? Mit Mordreds Gebein auf den Altar hatten wir seinen Schatten außerhalb des Spiegels. Damit kann er seine Seele nicht schützen. Schätzchen, was hast du denn jetzt vor? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oder muss ich nochmal zu den Grapen? Oder warte mal eben, bevor ich dahin latsche. Halt, warte doch. Nein, sie latscht einfach weiter. Okay. Nö. Hier ist aber nix. Aha, okay, alles klar. Ein Gift. Es verlangsamt den Kreislauf bis zum Herzstillstand. Schmerzfrei. Ich musste es leider auf die Schnelle zusammenmischen. Die Bücher aus der Bibliothek bestätigen aber, dass es funktionieren wird. Mhm. Na, ich weiß ja nicht. Ich finde den Plan ziemlich riskant. Adrian ist bereit. Ich muss ihm das Gift geben. Du musst das hier trinken. Warte. Falls ich es nicht schaffen sollte, Mordred zu besiegen. Was dann? Du musst ihn besiegen. Es ist deine einzige Chance. Schaffst du es nicht, wird er dich töten und seine Seele wird deinen Körper übernehmen. Wie wirst du wissen, ob ich es geschafft habe? Ich meine, wann wirst du mich wiederbeleben? Ich werde dir das Adrenalin spätestens nach 5 Minuten geben müssen, sonst stirbst du. So oder so. Du musst es schaffen. In Ordnung. Valentina? Ja? Bis nachher. Ja. Bis nachher, Adrian. Stimmt was nicht.
Oh Gott, das ist Mordreds Seele, aber das ist nicht Adrians Seelenschatten. Was? Was? Was ist denn los? Ich kann nichts tun. Jetzt konnte ich irgendwas tun. Meine Maus hat sich bewegt. Bin ich tot? Oh. Das geschafft. Ich muss ihn schnell wiederbeleben, sonst ist er für immer verloren. Gib mir das Adrenalin. Dankeschön. Und los. Gott, was für ein Stress. Oh nein, es funktioniert nicht. Na, bravo. Adrian! Adrian, komm zurück! Gott sei Dank. Du lebst. Was ist geschehen? Ich fühle mich so anders. Du hast Mordred besiegt und mit ihm den Fluch. Du hast es geschafft! Wirklich? Der Fluch ist endgültig vorbei? Ja, der letzte Gordon hat es geschafft. Lass uns diesen Ort verlassen und nie wieder betreten. Was war denn das jetzt zum Ende? Warum hat das geleuchtet? Okay, habe ich mir ehrlich gesagt... Alter, ist die Schrift riesig. Ehrlich gesagt, ein bisschen spektakulärer vorgestellt, das Ende. Bin ich ehrlich. Insgesamt hat das Spiel auf jeden Fall Spaß gemacht. Zum Schluss war es leicht anstrengend, was aber auch an mir liegen kann zurzeit. Weil ich momentan so leicht gestresst bin, wollte das Spiel aber trotzdem ganz gerne weiterspielen bzw. zu Ende spielen. Manchmal hat man solche Tage, manchmal hat man solche Tage, so ist das nun mal. Und damit sind wir dann auch durch mit der Reihe. Mehr oder weniger, es gibt ja noch den, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ich bin mir immer nicht sicher, was das ist. Ist das der vierte Teil? Ist das ein Remake? Keine Ahnung. Auf jeden Fall den neuen Teil von Black Mirror, um den es mir ja auch eigentlich von Anfang an ging, den ich ja nicht spielen konnte. Weil, ich weiß gar nicht mehr warum. Also es funktioniert auf jeden Fall wieder, ich weiß nicht mehr, was da gewesen ist, ehrlich gesagt. Und den werden wir auch auf jeden Fall noch spielen. Den werde ich mir nicht nehmen lassen. Ich bin gespannt. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es die Vorgeschichte sein soll. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir auch noch nichts davon angeschaut. Das wäre also absolut blind. Genauso wie bei der Trilogie hier jetzt auch. Okay. Ja, dann, ich weiß nicht. Ist der Fluch anscheinend besiegt? Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was das Leuchten von den Augen dazu bedeuten hatte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Spiel ist auch auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Meiner Meinung nach ist natürlich immer Geschmackssache. Gut, dann danke ich fürs Zusehen und für die Geduld. Und wenn man mag, bis zu einem anderen LP. Tschüssi.
Und? Wie kommst du voran? Ganz gut, denke ich. Mit den Stichpunkten bin ich durch. Jetzt muss ich das Ganze nur noch ins Buch der Hüter übertragen. Willst du es dir mal ansehen? Wenn ich darf? Hier. Beim letzten Punkt bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Der Fluch, was gesungen wurde für das Ritual zur Befreiung von Mordred Schatten, werden 5 Seelen benötigt, die mit Hilfe der Seelenschlüssel gefangen werden können. Diese müssen dann in die Schattenwelt gebracht werden. Das Blut muss geopfert werden und dann geht der Schatten auf einen Gordon über. Wenn der Schatten erst Besitz ergriffen hat, wird er alles tun, um den Körper zum Spiegel zu lenken und Mordreds Seele zu befreien. Mordred hat bestimmt damit gerechnet, bald wieder frei zu sein. Aber die reinen Hüterseelen der Gordons sind wohl besonders widerstandsfähig. Okay, ja. Oh, wow. Da gibt's ein bisschen mehr zu lesen anscheinend. Blätter noch mal um. Ich dachte, das wäre jetzt der letzte Eintrag gewesen. Okay. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wann überträgst du das ins Hüterbuch? Nicht vor dem Essen. Übrigens weiß ich jetzt, was es mit diesen schwarzen Kugeln auf sich hat. Ich bin gespannt. Mordred schreibt in seinem Buch, dass er ein Seelentransferritual durchgeführt hat. Doch statt der Gebeine hat er nur den Schädel benutzt. Und eine schwarze Kugel. Der Schatten sei danach nicht mehr in den Spiegel zurückgekehrt, sondern blieb immer in der Nähe der Kugel. Aha, dann kann man mit diesen Kugeln also Seelen auffangen, die eigentlich für den Körper gedacht waren, richtig? Es kommt noch besser. Hier. Mit Hilfe der in der Kugel gefangenen Seele kann man die Schatten bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Er schreibt, dass er eine Kugel im Schlafgemach seines Bruders unter dem Bett deponiert hatte, in der Hoffnung, dass der Schatten ihm des Nachts die Seele raubt. Aber es hat nicht funktioniert. Markus' Seele sei zu rein für die Schatten, vermutet er. Was meinst du? Treiben die Schatten der Seelen heute noch immer ihr Unwesen? Ich weiß nicht. Aber wenn, ist es deine Aufgabe, sie aufzuhalten.